Unglaublich. Yo, wir haben die Achsenmächte gefunden. Warum sehen die so ernst aus? Moment, was ist hier denn so spannend? Yo, du stehst voll auf meinem Fuß. Ah, eine Mücke hat mich gestochen. Du Idiot, warum verbündest du dich mit Italien? Weißt du, ich hatte meine Gründe. Je mehr Bündnisse, desto besser und so. Na und? Du weißt, wie feige er ist. Er massenproduziert wahrscheinlich weiße Flaggen, während wir hier reden. Ich sollte nun meine Empörung und meinen Abscheu durch das Klavier ausdrücken. Okay, leg los. Ich nehme an, du verstehst. Wutablass durch Musik? Italia! Ich hätte nie gedacht, dass Kekse und gebratene Marshmallows so gut schmecken können. Ja, das Innere ist so weich, aber das Äußere ist so knusprig. Das ist super, oder? Ja. Hey, warte! Die benutzen überhaupt keine Schokolade! Zeigen wir es denen! Wie das denn? Wir zeigen denen, wie man ein richtiges Campfeuer macht! Herr Österreich ist sehr streng mit Regeln und Disziplin. Ich bin sehr streng mit Regeln und Disziplin. Mit Italien wird sehr viel geschimpft. Wenn Italien nicht gehorcht, wird es getreten. Deswegen hat Italien furchtbare Angst vor Herr Österreich. Jedoch gibt es auch Momente, wo Italien Österreich mag. Hey, du musst da nicht stehen. Setz dich doch zu mir und genieße die Musik. Italien liebt die Musik von Österreich. Italia! Bring die Hölle. Bring das Feuer. Der Preis der Vernichtung ist nicht allzu teuer. Bring die Hölle. Alter, hör auf, den Teufel zu beschwören! Italia! Durch den Anschluss von Österreich leben wir nun gemeinsam in einem Haus. Ich bin nicht verheiratet, aber ich will hier weg. Hey, warum wirst du deine Unterhosen weg, wenn du sie nur einmal getragen hast? Wenn Franz Josef der Erste das sehen würde, würde er wegen deiner Verschwendung ein Herzinfarkt kriegen! Ja, aber die hat ein großes Loch. Das kleine Loch! FJ, wäre das egal, er hätte es zugenäht! Und so musste ich schmutzige Unterwäsche tragen, welche er zugenäht hat. Italia! Ich frage mich, wie es Österreich wohl gerade ergeht. Frag ihn doch! Er ist die ganze Zeit dort drüben! Wie habe ich ihn nicht gesehen?